Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar wird es hier in diesem Video um 10 Dinge gehen, Freunde, die ihr auf jeden Fall machen müsst, bevor das DLC draußen ist. Und ohne Scheiß, Leute, bevor wir jetzt mit dem Video hier anfangen, wollte ich nochmal was ganz Kurzes loswerden. Und zwar, es sieht wie folgt aus. Ich habe derzeit ein Gewinnspiel am Laufen und das Gewinnspielvideo verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Checkt dieses Video aus, ihr müsst wirklich nicht viel tun, ihr solltet einfach nur Abonnent des Kanals sein, solltet das und die nächsten Videos, die kommen, auf jeden Fall liken und ihr müsst auf jeden Fall Hashtag Ehrenman kommentieren unten in den Kommentaren. Und das Ding ist, Freunde, checkt auf jeden Fall das Video dort aus, dort erkläre ich alles. Das Gewinnspiel geht bis zum 30. September und es ist auf jeden Fall richtig geil, denn man kann etwas im Wert von über 300 Euro gewinnen. Also checkt das Video auf jeden Fall ab. Ich habe es euch unten in der Videobeschreibung und an der Endcard verlinkt. Und es ist so, Leute, wenn euch das Video hier am Ende gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Vielleicht schaffen wir die 1000 Likes. Und es ist so, wenn euch mein Content gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und vergesst nicht, die Klingel zu aktivieren. Aber Freunde, ich würde jetzt mal sagen, wir starten mal mit dem eigentlichen Video und dann würde ich mal sagen, let's go. So, Leute, und zwar habe ich 10 Tipps für euch, die ihr auf jeden Fall beachten müsst, bevor ihr das DLC anzockt oder bevor das DLC draußen ist und was ihr tun müsst, wenn das DLC da ist. So, Leute, ich würde gar nicht lange drum rumreden und wir mal sagen, wir starten mal direkt. Und zwar, Freunde, wenn ihr euch jetzt im Moment etwas kaufen möchtet, zum Beispiel auf Legendary Motorsports oder so, dann kauft euch das auf jeden Fall nicht, denn es werden ja neue Fahrzeuge, neue Flugzeuge etc. kommen. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt im Moment ein Osiris kaufen möchtet, dann wartet lieber ab, weil wir bekommen ja einen neuen Sportwagen und der ist vielleicht besser als der Osiris, deswegen wartet einfach ab und kauft einfach gar nichts mehr, egal um was es geht. Wartet lieber ab, bis das DLC da ist. Vielleicht möchtet ihr dieses, zum Beispiel ein Flugzeug aus dem DLC, wollt ihr eher kaufen als jetzt irgendein Auto oder so. Also mein erster Tipp für euch, kauft ab jetzt einfach gar nichts mehr. An zweiter Stelle, meine Freunde, müsst ihr auf jeden Fall eure Lager abchecken. Bei mir war es so, in meinem Lager war noch ein bisschen Ware, die habe ich dann auch verkauft und hat mir halt, ich weiß nicht, ich glaube $100.000 habe ich noch dazu bekommen. Und Leute, $100.000 haben oder nicht haben, das könnte eine Tuning-Option sein. Also Freunde, geht auf jeden Fall hin, checkt alle eure Lager durch und guckt, ob ihr dort noch ein bisschen Ware oder so drin habt. Und falls ja, dann geht hin und verkauft diese. So Leute, an dritter Stelle, habt ihr Apartments, die sehr teuer sind, wie den Eclipse Tower zum Beispiel, dann geht hin und kauft einfach eine 10er Garage, Freunde, die nur $100.000 kostet, denn dann bekommt ihr das Geld ausgezahlt, was einfach Überschuss ist. Das heißt, Eclipse Tower kostet zum Beispiel 1,1 Millionen, ihr kauft euch eine 10er Garage für 100.000, dann bekommt ihr einfach 1 Million zurück, wisst ihr, wie ich meine? Und habt ihr zum Beispiel die Maze Bank als CEO-Gebäude, dann kauft euch die Maze Bank West, denn es ist einfach billiger, Freunde. Also Apartments verkaufen, die überschüssig teuer sind. Als nächstes, Freunde, würde ich euch empfehlen, dass ihr Autos verkauft, die ihr gar nicht mehr benutzt oder gar nicht mehr braucht. Zum Beispiel, ich habe es so gemacht, ich habe die Fahrzeuge aus dem Gunrunning DLC verkauft, die ich gar nicht mehr benutzt habe. Ich habe den Doom verkauft, ich habe den Tampa verkauft und den Oppressor und den MTV habe ich gelassen und die anderen hatte ich mir ja sowieso nicht gekauft. Also, Freunde, mein Tipp ist es, mistet eure Autos aus, verkauft einfach die Autos, die ihr gar nicht mehr benutzt oder gar nicht mögt oder so. Geht hin, verkauft diese und dort könnt ihr nochmal vielleicht bis zu 5 bis 10 Millionen Dollar rausholen. Dann, meine Freunde, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, kein Geld gerade habt, zum Beispiel, sagen wir, ihr habt 0 Dollar und ihr wollt Sharkcards kaufen, Freunde, dann tut das auf jeden Fall nicht. Denn, meine Freunde, Sharkcards sind rausgeschmissenes Geld, denn 8 Millionen Dollar sind 80 Euro und das ist viel zu übertrieben. Ich kann euch einen ganz kleinen Tipp geben, Freunde, und zwar heute Abend wird ein Money Glitch auf meinem Kanal kommen, falls dieser noch funktioniert. Normalerweise sollte der noch funktionieren. Also, Freunde, falls ihr derzeit Geld braucht, dann checkt auf jeden Fall den Money Glitch aus. Ich denke mal, der hilft euch viel weiter, als irgendwie Sharkcards für 80 Euro zu kaufen. Danach, Freunde, habe ich jetzt Tipps, was ihr machen solltet, bevor das DLC kommt. Und zwar, Freunde, geht hin und also ihr müsst eure Internet-Einstellung auf jeden Fall ändern. Sagen wir mal, ihr geht zur Arbeit oder zur Schule und ihr könnt einfach zu dem Zeitpunkt, wo das DLC rauskommt, nicht das DLC runterladen. Dann, meine Freunde, habe ich jetzt einen mega guten Tipp für euch. Und zwar geht ihr mal in die Einstellungen. In den Einstellungen geht ihr in die Energiesparoptionen. Wenn ihr dort drin angelangt seid, dann geht ihr in Ruhemodus. Und dort, Freunde, schaltet ihr die Option immer mit dem Internet verbunden bleiben ein.
Habt ihr das Ganze gemacht, dann ist es jetzt nämlich so, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Arbeit seid, dann kommt ihr zurück, sagen wir mal um 16 Uhr und das Update ist heruntergeladen von GTA und ihr wisst ja, die Updates sind immer also so richtig groß, so circa 5 bis 10 GB. Also würde ich euch einfach empfehlen, diese ganze Option, die ich hier euch gezeigt habe, einzuschalten, damit ihr, wenn ihr zurückkommt von der Arbeit oder so, dass ihr dann direkt anfangen könnt zu zocken. So Leute, jetzt noch ein Tipp, was ihr machen solltet, wenn das DLC draußen ist. Freunde, kauft euch gar nichts, okay? Kauft euch wirklich gar nichts, wenn das DLC da ist. Schaut euch das Ganze erstmal an. Oh, da sind ein paar coole Sachen, aber kauft euch wirklich gar nichts. Denn, Freunde, wartet wirklich, bis irgendwelche reichen Kumpels von euch, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat $1 Milliarde, der kauft dann zum Beispiel das Auto, dann schaut euch das an oder das Flugzeug, je nachdem, was er halt kauft. Schaut euch das dann an und wenn es euch dann gefällt, dann kauft es erst. Oder ihr wartet einfach auf Videos von diversen YouTubern, die zum Beispiel so Tests machen, lohnt sich der Kauf oder so, wie zum Beispiel mein Kumpel Zeddy, den solltet ihr auf jeden Fall auch abchecken, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und der macht gerne mal so Videos, lohnt sich der Kauf, zum Beispiel von dem neuen Flugzeug oder so und da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, ob sich der Kauf lohnt, weil vieles ist eigentlich nur Bullshit beim DLC und vieles sollte man sich halt auch nicht kaufen, deswegen würde ich euch empfehlen, einfach mal zu warten, bevor ihr euch alle Sachen kauft. Danach, Freunde, würde ich euch noch empfehlen, auf jeden Fall am 29., wenn das DLC rauskommt, einfach mal in meinen Stream einzuschalten. Also morgen, meine Freunde, um 11 Uhr solltet ihr auf jeden Fall mal bei meinem Stream vorbeischauen. Ich werde nämlich das DLC streamen. Sagen wir mal, wenn ihr noch daheim seid, bei uns sind ja noch Ferien. Also wenn ihr noch daheim seid, Freunde, dann schaut auf jeden Fall den Stream an, denn es ist sehr wichtig. Dann seht ihr, weil wir werden dort alles testen. Also ich werde das DLC komplett auseinandernehmen. Ich werde alles kaufen. Wisst ihr, wie ich meine? Von A bis Z. Ich werde einen Hangar kaufen. Ich werde alle Flugzeuge kaufen. Wir werden alles testen, alle Autos, alles drum und dran. Ihr werdet noch ein bisschen in meine Lobby kommen. Wir werden uns da zusammensetzen, werden uns alles zusammen anschauen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn ihr in den Stream da vorbeischaut um 11 Uhr morgens, denn ich werde alles zeigen. Ich werde das schnell runterladen, ich habe eine schnelle Internetverbindung und das habe ich auch beim Gunrunning DLC gemacht und das hat euch auf jeden Fall sehr gefallen und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, schaut auf jeden Fall mal um 11 Uhr morgens vorbei. Ich werde euch mal den Livestream-Link unten in die Videobeschreibung packen, denn ich werde das Ganze schon mal im Voraus planen und dann könnt ihr dort die Erinnerung aktivieren, um nichts zu verpassen. Dann, meine Freunde, werde ich nach dem Stream, also das ist der nächste Tipp, nach dem Stream werde ich ein Video raushauen, wie das DLC funktioniert. Das heißt, ihr wisst ja, wie das immer ist, wenn ein neues DLC rauskommt, ist doch alles immer so kompliziert. Und ich werde ein Video für euch raushauen, wo ich euch einfach alles komplett von A bis Z erkläre. Ich werde euch zeigen, wie ihr mit diesem DLC Geld verdienen könnt, wie man die Hangars benutzt. Also das ist auch ein wichtiges Video. Auch beim Gunrunning DLC habt ihr das übelst gefeiert, deswegen werde ich das einfach noch einmal raushauen. Also so ein gleiches Video, also gleiches Konzept, nur halt für das neue Smugglers, ein Run DLC. Also solltet ihr da auch wirklich vorbeischauen und ihr solltet auf jeden Fall ein rotes Kreuz bei eurem Terminkalender auf jeden Fall reinhauen. Danach, meine Freunde, mein letzter Tipp für euch ist es, falls ihr wirklich, also so richtig Bock auf das DLC habt, Freunde, dann werdet mal heute richtig krank, würde ich sagen. Klar, es ist jetzt nur ein Joke, aber meine Freunde, falls ihr jetzt wirklich so gehypt auf der DLC seid, dann stellt euch einfach krank, weiß nicht, also einen Tag zu fehlen in der Schule ist jetzt auch nicht so schlimm, man kann ja alles nachholen, wisst ihr, wie ich meine, also mein Tipp an euch, Freunde, vielleicht seid ihr morgen krank, man weiß nie, von heute auf morgen Grippe, Fieber, man kann alles bekommen, Durchfall, dies, das, Ananas, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Das ist noch ein ganz kleiner Tipp von mir und dann, meine Freunde, war es eigentlich auch schon hier zu diesem Video, ich hoffe, es hat euch mega gefallen, meine Freunde, es war wieder so ein Video, wo ich unbedingt raushauen wollte, weil ich wollte euch einfach nochmal ein paar Tipps geben, weil viele von euch kommen gar nicht auf die Idee, zum Beispiel jetzt noch ein paar Autos zu verkaufen, damit man noch ein bisschen Geld hat oder dass man diese Internetoption, wie ich gerade gezeigt habe, aktiviert. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Video, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, Freunde, das soll es dann aber auch schon von mir gewesen sein. Jeder, der bis hierhin das Video geschaut hat, schreibt mal DLC, Hashtag DLC-Hype unten in die Kommentare. Würde mich mega freuen und dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen. Wenn ihr neu da seid, auf jeden Fall ein Abo. Dann würde ich mal sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow. Oh ja, Frips. Haut rein. Ciao.